Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rettung der Klingenschwingeneier anzunehmen bei Traumweber in Cordia an dieser Position. Ist eine wiederholbare Quest. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen, werde mich währenddessen ins Questgebiet begeben und sobald ich in der Nähe bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo das Questgebiet ist, wie man ins Questgebiet hinkommt und natürlich, was man im Questgebiet machen muss. Also, euch wird auf jeden Fall geholfen, wenn ihr nicht wegschaltet. Bis gleich! Ich bin schon in der Nähe vom Questgebiet. Befinde ich aktuell an dieser Position. Um hier hinzukommen, muss man einfach von hier oben hier nach unten laufen auf diesem Weg und einfach hier entlang oder hier runter hüpfen, vollkommen egal. Hier kann man durchlaufen und so kommt man hier hin. Jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Bin gespannt, was man bei dieser Quest machen muss. Mache es ja auch zum ersten Mal. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich recht schnell den Durchblick haben werde. So, ich habe schon was erkannt. Und zwar gibt es hier diese zurückgelassenes Klingenschwingenei. Klingenschwingenei, Entschuldigung. Doch, Klingenschwingenei hat gestimmt. Hab mich komplett verlesen. Wie ihr seht, sind die hier in diesem Questgebiet verteilt. Da ist auch noch eins und da hinten auch noch. Wunderbar. Ich loote jetzt noch die zwei. Und dann schauen wir uns ein bisschen um, wo es noch welche gibt. Ich nehme die Quest auf dem Patch-Server. Also nicht wundern, dass hier so wenig los ist. Da unten wäre auch noch eins. Aber das Questgebiet ist noch viel größer. Da sind auch noch welche. Da hinten sind zwei. Hier ist eins. Ey, das ist ein großes, aber das können wir nicht looten. Schade. Hier ist eins. Ich glaube, in der Höhle gibt es keine. Bin mir aber nicht sicher. Ich werde jetzt... Ah doch, ich werde hineinschauen, denn dafür mache ich ja die Videos, um euch zu helfen. Also schaue ich auch, ob es in der Höhle auch welche gibt, sobald ich die Mobs hier tot habe. So, kurzer Hinweis in eigener Sache, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich voll freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Außerdem habe ich es auf YouTube geschafft, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Falls es euch auch nur ein bisschen interessiert, einfach anklicken. Da gibt es auch ein Infovideo, warum, weshalb und sowieso. Sollte es euch nicht interessieren, bitte nicht beachten, niemand wird zu was gezwungen. Und ich erkenne zumindest schon mal hier drin keine Eier. Also, ich behaupte mal, hier gibt es keine. Solltet ihr in dieser Höhle welche finden, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare posten. Das hilft bestimmt einigen Leuten. Oh, da sind die Mobs nachgespawnt. Okay, okay. Ich verschwinde mal. Und ich habe noch eine Idee, wo solche Eier sind. Und zwar normalerweise über der Höhle. Ha! Ja? Na, die sind nicht aktiv. Das sind keine Quest-Items. Schade. Aber hier entlang. Ah, schaut mal. Hier gibt es auch noch welche. Ich loote mal diese Ei. Kann ich diesem Mob entkommen? Ich mag nicht kämpfen. Hallo, hau ab. Und wieso sind jetzt die neutralen Mobs im Kampf? Das geht ja gar nicht. Hallo, lass mich in Ruhe. Endlich. So, ich mache jetzt noch eine letzte kurze Unterbrechung.
begebe mich in Richtung Abgabe-NPC. Solltet ihr schon eine Ahnung haben, wer das sein könnte, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lassen würdet. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Also, nicht wegschalten. Bis gleich. Ich bin schon in der Nähe des Abgabe-NPCs. Hat ein bisschen gedauert, aber da bin ich. Geschafft. Und, Quest ist abzugeben bei Traumweber. In Kortia. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem nicht vergessen, in der Videobeschreibung der Link zum Twitch-Kanal. Ich freue mich schon auf euch. Eizocke, Ende.